Einen wunderschönen guten Abend aus dem Hexenhäuschen zum Schneckerisch-Gedöns. So, was soll ich sagen? Die 500 sind geknackt. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe es gar nicht selbst gesehen, es wurde mir von euch gesagt. Ich bin so glücklich. Ihr gebt mir wirklich so, so viel damit, auch mit euren wirklich lieben Kommentaren. Da möchte ich aber wirklich noch mal ganz kurz dazu sagen, das ist natürlich meine Mainzer Art. Also wie gesagt, ich bin ein Mainzer Mädchen. Noch einmal, ich bin kein hessisch Mädchen. Nein, kein Hess. Ich bin ein Mainzer. Wasch echt. Aber mir schwätzt es sowieso irgendwie ähnlich, gell? Mir Hesse und mir Mainzer und überhaupt. Scheißegal. Aber trotzdem lege ich steigende Wert drauf. Ich bin ein Mainzer Mädchen und kein Hess. So, aller hopp. Weiter geht's im Text. Ja, also ich liebe eure Kommentare, wirklich wahnsinnig schön, dass ihr meine Art so mögt, wie ich das Ganze mache. Ich will aber wirklich nochmal dazu sagen, das ist schon ernst. Also das ist nicht einfach so flapsig dahergesagt. Ich deute die Karten wirklich so, wie mir es von oben reinkommt, was ich noch dazu sehe, was ich noch dazu pinseln kann. Also, das ist wirklich nicht keine Spaßveranstaltung hier. Also es ist schon ein bisschen ernst. Also auch wenn ich halt so bin, wie ich bin. Also ich bin auch im Taxi so. Ich bin einfach sehr authentisch. So, jetzt erzähle ich euch noch was Schönes. Vorhin habe ich von einer guten Freundin, die leider Gottes nicht hier ums Eck wohnt, die weiter weg wohnt, drei wahnsinnig schöne Smileys bekomme. Unter anderem die schwangere Frau dabei. Ich habe sie sofort angerufen, habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie mich daran teilhaben lässt. Und was das Schönste eigentlich ist, ich habe ihr, ich sage mal, Oktober, November vergangenen Jahres gesagt, dass sie schwanger wird. Nein, um Gottes Willen, keine Schwangerschaft mehr. Bla bla blub, schieß mich tot. So, was soll ich sagen? Bingo, recht gehabt. Die Maus ist schwanger und ich freue mich wahnsinnig. Wir bekommen einen neuen Erdenbürger. Ganz allein für mich persönlich war das vorhin eine sehr, sehr große Freude nach dem ganzen Drama, was in Deutschland momentan los ist. Und auch überhaupt nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt eigentlich. Australien wieder die Brände. Ich meine, das braucht auch keiner. Also, immer wieder, Jungs und Mädels, bitte dran denken, wie gut es uns alle geht, die wir einen Job haben oder vom Amt bezahlt werden. Ein Dach über dem Kopf, Essen und Trinken, Wasser, Strom, alles schick. Alles schick. Wir müssen sehr, sehr, sehr dankbar sein für das Leben, das wir führen dürfen. So, jetzt aber. Schneckerisch gedänzt. Was will er uns dann halt sagen, der Bosch? Und wie gesagt, also für die 500, ich hatte mir ja gewünscht, sehr demütig, gell? Erst Ende August. Und was soll ich sagen? Sie sind da. Ende Juli. Noch nicht einmal ganz Ende Juli. Sie sind da. Hatte heute selbst persönlich noch ein tolles Erlebnis. Also das Universum ist im Moment wirklich absolut bei mir, mit mir. Belohnt mich für den ganzen Weg, den ich gegangen bin, was ich gelernt habe, was ich an mir gearbeitet habe. War nicht immer leicht, gab viele Tränen. Manchmal kommen sie heute auch noch. Aber ich bin ein Glückskind. Ich glaube, wir kriegen hier wirklich eine ganz tolle Community. Ich mag wirklich das wahnsinnig gerne, wenn ihr schreibt, dass ihr das liebt, so wie ich bin, so wie ich meine Karten deute und lege. Und es ist wirklich, also es ist keine Spaßveranstaltung, das will ich auch nochmal sagen. Bisschen Spaß ist dabei, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Ich bin ein Mainzer Mädchen, wir sind so von der Lunge auf die Zunge. Aber ich deute das wirklich so, wie mir es vom Universum reingegeben wird, was ich selbst noch dazu pinseln tue. Und wie gesagt, also mir ist das Ganze hier wirklich ernst. Mir ist das wirklich ernst. Also ich erzähle euch nicht irgendwie einen Scheißdreck. Nur weil ihr so lustig findet oder meine Art lustig findet. Nee, ich erzähle wirklich das, was von oben reinkommt. So wie ich sehe, so wie ich es deute. Kolleginnen deuten anders. Aber ich glaube, jeder kriegt den
in seine Community, der für ihn passend ist, der stimmig ist, der einfach zueinander passt. Es gibt Menschen, die guckt mir an, die mögt mir. Es gibt, also jetzt wird's ganz hochdeutsch, gell? Jetzt wird's hessisch. Es gibt Menschen, die guckt mir an und mögt mir, und es gibt Menschen, die guckt mir an und mögt mir nicht. Also, ich bin da ganz schnell mit meinen Entscheidungsdingen. Ich gucke jemand an und weiß, du bist, und gucke auch jemand an und denke, nee, ich brauche schon in meinem Leben nicht. Dein Negativgedöns brauche ich nicht. Aber jetzt gucken wir doch mal, was der Schlägerisch uns zu sagen hat. So. Das ist aber ein bisschen maulvoll, der Kerl, gell? Na ja, gut. Die kennen ja nicht mehr so viel Babbler. Wir Frauen sind da ja eigentlich prädestiniert dafür, dass wir mehr Schwätze tun. Ich habe wirklich einen guten Chef, aber ich glaube, den babbel ich auch zu viel. Ich glaube, der kann auch besser mit Steno-Antworten umgehen, wie mit meinem Gebabbel. So, will nichts mehr. Aller hopp dann, ist es so, wie es ist. Ach, und was soll ich euch sagen? Ich erzähle euch noch was. Hier. Es fehlt ein Beagle. Plötzlich war er fort. Ich denke, warum sitzt mein Brillenschäppchen auf meinem kleinen Näschen? Guck, der Beagle fort. So, jetzt bin ich der einbüchelige Bandit und guck mal, was los ist. Die Zeichen. Achte auf Zeichen. Das Universum, die Engel möchten dir etwas mitteilen. Bestätigung. Kontrolle. Lass Kontrollthemen los. Und Freund oder Freundin soll helfen. Das ist immer gut. Es ist immer, immer gut, wenn man eine gute Freundin oder einen guten Freund im Rücken hat, der wirklich da ist, wenn man braucht. Und der auch immer mit Lachen tut und mit Heulen tut. Ich habe euch ja, glaube ich, gestern oder vorgestern gesagt, an dem Tisch hier ist schon sehr, sehr viel geweint worden. Wirklich. Sehr viel geweint worden. Deswegen hat er auch alle Energie dieser Welt. Für mich zumindest. Sie will den Labellit hergeben. Schlecht, Mensch. So, Botschaften vom Seelenpartner. Was ist denn heute los? Was will denn uns heute sagen? Das passt schon wieder mit den Karten nicht, gell? Also mit Tisch und Decke und so. Gedöns halt. So, fertig. Mir fehlt dein Duft, du riechst so gut. Es ist wie eine Sucht. So. Also nur mit so einem Büchlebrill, gell? Das ist schon eine Herausforderung. Das kann ich euch sagen. So, was ist denn hier noch los? Manchmal frage ich mich, ob es ausreicht zu sagen, dass es mir leid tut. Versucht's doch einfach mal. Ob Männlein oder Weiblein, versucht's doch einfach mal. Es ist doch nicht so schwer, den Hörer in die Hand zu nehmen. Gibt's noch Hörer? Die gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, gell? Also dieses Teil da, was man Handy nennt, das ist kein Hörer, also nimmt's Handy in die Hand, verflucht, und ruft einfach an. Oder ihr schickt eine WhatsApp, oder ihr schickt was, weißt du, Kuckuck was, ein Brieftaub. Es kann doch nicht mehr wie schief gehen. Mensch, ihr seid doch all erwachsen. Meldet euch doch einfach. Alles wird gut. Sagt einfach, sorry, wir trinken jetzt einen Kaffee zusammen, komm, ich schnapp dich immer, ich trick dich. Die Welt ist wieder in Ordnung. Natürlich nur, wenn ihr nicht in zwei Tagen wieder in den Rückzug geht. Das braucht kein Teufel. Du bist meine Zwillingsseele, meine wahre Liebe. Aller hopp. Ich möchte mehr als nur Freundschaft. Das wollen wir auch. Aber wir möchten nicht hier schnicki schnacki und dann wieder ab. Ich wünsche mir, dass ich all meine Worte zurücknehmen könnte. Musste gar nicht. Musste gar nicht. Sprech einfach mit deinem Schatz drüber. Sag du, ich hab Scheiße gebaut. Wir sind all Menschen. Es kann alles passieren. Ich reagiere nicht, wenn Personen dich erwähnen. Ja, das ist die einfachste Lösung von dem Ganzen. Todmannstellung. Todmannstellung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die himmlischen Helfer wollen heute noch. Krieg ich grad. Was haben wir denn da noch? Allerhaupt. Heilung. Also, die Situation kommt in die Heilung. Du hast es gefunden. Er hat dich als seinen Schatz gefunden. Da muss er nur irgendwie noch die Stecker aus dem Bobbes kriegen und dann funktioniert das Ganze. Großzügigkeit. Und dann sollst du großzügig sein und ihm verzeihen. Aber wenn wir lieben, verzeihen wir alles. Nicht wieso, weshalb, warum. Das sind immer scheiß Fragen, gibt mir nie Antwort gescheit drauf.
Was ist warum? Warum ist rum? Hier, an Tisch setze, mit einer Rette, Wäusche trinke, ausspreche, sich knuddele, dann dürft ihr sehr lieb miteinander sein, dann kommt das Ganze in die Heilung und dann bist ein bisschen großzügig und durst, wie das St. Martin das Mäntelche ihm überwerfen und sagst, so Schatz, alles wird gut. Ich bin die Stärkere. Das musst du ihm nicht sagen. Aber das ist ja so. Wir Frauen sind ja generell das stärkere Geschlecht. So, ihr Süßen. Ich komme gleich nochmal wieder mit Wunschpartner ohne Kontakt. Hatten wir lange nicht. Ich bin ja heute ein bisschen früher zu Hause. Zum Glück. Hab schon ein Käffchen am Start. Und guck jetzt mal, was euren Wunschpartner ohne Kontakt sagt. Ob der mal wieder aus dem Rückzug kommt, ob der immer noch in seinem Schneckehaus ist. Und da gucken wir gleich nochmal. Ich bin gleich wieder da für euch. Bis gleich. Ciao, ciao.